Heute mit der wunderbaren Angela Elis. Angela Elis ist eine sehr bekannte Moderatorin aus ARD, ZDF und Dreisat und hat über 1500 Sendungen live moderiert. Dazu hat sie dann auch noch viele Moderationen für Unternehmen, Organisationen, insbesondere auch für Ministerien und die Regierungen gemacht. Ich freue mich sehr, dass Angela heute hier mit dabei ist. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist, liebe Angela. Ich freue mich. Herzliche Grüße nach Leipzig erstmal. Vielen Dank, David. Herzlichen Dank für die Einladung und viele Grüße zurück nach Achim bei Bremen. Genau, ja. Angela, dass du heute hier im Podcast bist, das hat ja einen ganz besonderen Grund. Und dieser Grund ist 168 Seiten stark, wenn ich mich richtig erinnere. Ist letzte Woche als E-Book zunächst erschienen und wurde sofort auch auf Amazon auf den Platz 1 gehievt quasi. Das ging ganz, ganz schnell. 2 Tage später war dann der Launch mit in gedruckter Form. Genau, schön, du hältst das auch groß für diejenigen, die den Podcast dann auch auf YouTube sehen. Angela hat das Buch gerade hochgehalten. Erzähl uns mal ein bisschen was über das Buch, warum du das geschrieben hast. Und ja, auch ein bisschen, woher kommst du, was treibt dich an und was ist deine Motivation, dieses Buch geschrieben zu haben? Oh, das waren jetzt ganz viele gewichtige Fragen, Ja. aber ich fange mal damit an, warum habe ich dieses Buch geschrieben? Also man sieht es mir ja wahrscheinlich durchaus leider auch ein bisschen an, dass ich nicht mehr am Anfang meiner beruflichen Laufbahn stehe, sondern dass ich schon mehr als 25 Jahre tatsächlich hinter mir habe. Als Moderatorin, du hast es anmoderiert, sowohl vor der Kamera als auch auf der Bühne. Und ich hatte mich schon vor einigen Jahren gefragt, was kann ich eigentlich noch machen? Und habe mich ja dann zunächst als Coach qualifiziert, weil mich eigentlich der Mensch und seine Persönlichkeit und die Psyche auch schon immer interessiert haben. Also schon als Kind habe ich letzten Endes psychologische Bücher gelesen, ohne dass ich sie verstanden habe. Aber das war für mich immer so ein Faszinosum. Und da ich ja nun diese vielen, vielen, nicht nur Jahre, sondern auch Jahrzehnte Erfahrung habe, habe ich mich dann im letzten Jahr gefragt, ob es nicht an der Zeit wäre, tatsächlich mal diese ganzen Kompetenzen, die du natürlich automatisch erwirbst, ja, also ich habe ja mal anders vor der Kamera und auf der Bühne angefangen, als da, wo ich heute stehe, ne? Also dass ich heute relativ routiniert bin, dass mich eigentlich kaum noch was aus der Ruhe bringen kann, dass ich weiß, mein Lampenfieber, was ich habe, zu managen und das möglichst in Antriebsenergie zu verwandeln. Das war ja alles ein Weg, das war ein Prozess und das darf man sich durchaus auch so vorstellen wie im Sport, ja? Du hast vielleicht eine gewisse Begabung, du bringst bestimmte Fähigkeiten mit. Aber wenn die nicht trainiert werden und wenn du da selber keine Zeit und keine Energie reingibst, dann verkümmert das, ja. Und mein Anliegen war, dass ich gedacht habe, ich möchte gerne möglichst vielen Menschen helfen, ihre Fähigkeiten oder ihre Potenziale, die in ihnen angelegt sind, zu entwickeln. Und das mit dieser Perspektive auf Kommunikation, das mit der Perspektive auf persönliche Performance, das ist für jeden was anderes. Ja, der eine steht mitten im Berufsleben, da geht es vielleicht um den nächsten Karriereschritt. Der andere ist schon an der Spitze eines Unternehmens oder die andere. Ich lasse jetzt mal dieses Gegendere weg, sondern ich Ja, meine beide Geschlechter oder alle Geschlechter. Ja, genau. also der eine steht schon an der Spitze eines Unternehmens, aber hat vielleicht auch mal schlechte Nachrichten zu verkünden. Ja, wie eine Umstrukturierung oder irgendwas muss geändert werden im Unternehmen oder es gibt schwierige Tarifverhandlungen, gerade in unseren Krisenzeiten wie jetzt. Müssen wir ja sehr mit Augenmerk vorgehen und überlegen, wo können wir was noch fordern und verlangen und wo heißt es vielleicht auch einfach mal zufrieden zu sein mit dem, was ist und glücklich zu sein, dass wir in einem der reichsten Länder dieser Erde leben und so weiter. Oder aber jemand, der auch am Beginn seiner beruflichen Laufbahn steht, also der vielleicht herausgefordert ist, sich zu bewerben. Ja, wie kann ich das am besten? Wie kann ich am besten auf den Punkt kommunizieren, meine Persönlichkeit präsentieren und dann noch mit den anderen in eine Resonanz zu kommen. Das war so mein Anliegen. Und danach dann auch natürlich erfolgreich zu sein und die für junge Menschen die Stelle zu kriegen für einen Manager. Und das ist ja momentan wirklich schwierig, auch eine schlechte Nachricht so rüberzubringen, dass es
letztendlich auch eine gute Nachricht ist und als Chance wahrgenommen wird. Das ist, deshalb ist dein Buch auch gerade zur richtigen Zeit erschienen, wenn ich das mal so anmerken darf. Ich durfte es ja schon vorher lesen, noch in digitaler Form als Manuskript, weil ich durfte für dich ja die Pressemitteilungen schreiben. Und ich muss sagen, mich hat dein Buch sehr bewegt, weil du in diesem Buch auch sehr ehrlich und sehr persönlich geworden bist. Das heißt, du hast ja auch deine Geschichte erzählt, woher du kommst und warum du magst. Und nachdem ich mir das zweite Mal nochmal so ein bisschen durchgeblättert habe, habe ich festgestellt, du lebst die vier M's des Lebens. Oh, was? Man muss Menschen mögen. Das heißt, Ja. du hast, so finde ich das raus, immer gerne mit Menschen gearbeitet. Das war auch so ein bisschen vielleicht der Grund, warum du Moderatorin geworden bist, weil man ja mit vielen Menschen kommunizieren kann und neues Wissen kriegen kann. Das war das, was ich rausgelesen habe. Und natürlich dann auch, und das finde ich gerade in der Zeit, in der wir jetzt sind, so wertvoll, dass du wirklich Menschen, die jetzt in schwierigen Situationen gibst, praktische Tipps, praktische Anleitungen gibst, um eben mit der Krisenkommunikation fertig zu werden. Das ist nicht einfach. Und ich glaube, dein Buch müsste eigentlich jeder Manager, jeder Unternehmenslenker und jeder Vertriebsleiter gerade lesen. Hätte ich nichts dagegen. Ich glaube, was mich zutiefst ausmacht, ist Neugier. Also ich bin ein neugieriger Mensch und ich meine mal jetzt im besten Sinne des Wortes. Und ich bin sehr interessiert an Menschen auch. Also egal, mit wem ich auf der Bühne stehe oder wen ich vor mir habe, ich gucke immer gerne, wer ist das eigentlich? Und das ist im Übrigen, wenn du mit sehr herausragenden Persönlichkeiten auf der Bühne stehst, sehr interessant, weil die sind das nämlich gar nicht gewohnt, dass jemand noch mal hinguckt, dass ihnen jemand auch in die Augen guckt, ja? Und dann merke ich immer wieder plötzlich so ein, ja, wie sie plötzlich wach werden und denken, wow, die interessiert sich ja wirklich für mich. Und das ist, glaube ich, so das Grundlegende. Und das Zweite ist, dass ich natürlich ein hohes Vermittlungsbedürfnis habe. Das ist irgendwie in mir angelegt. Also ich habe schon früher gerne meine Puppen und Teddys aufs Bett gesetzt und dann entweder mit denen Unterricht gemacht oder sie irgendwie verarztet. Und das ist, glaube ich, in mir angelegt. Und dann habe ich ja durch viele Umwege, und da spielt die DDR-Geschichte eine Rolle, nur Theologie studieren können. Und ich sage jetzt heute manchmal ganz locker, ich habe dann einfach die Kanzel durch die Kamera ausgetauscht. Aber was das Gemeinsame ist, ist ja das Bedürfnis, Menschen etwas zu vermitteln, Menschen zu inspirieren, Menschen Anregungen zu geben. Und lass mich noch mal eine Sache sagen, bitte zu den Krisen- und Ausnahmesituationen. Das war eben auch ein Anliegen von mir, dass ich gesagt habe, es geht mir jetzt nicht nur darum, theoretisches Wissen rauszuhauen und aneinander zu stücken, sondern ich wollte eben auch anhand meiner eigenen Lebensgeschichte, wo es ja auch viele Ausnahmesituationen gegeben hat. Ja, ich habe es angedeutet, ich bin ein Kind der DDR, ich bin dann irgendwann in den Westen geflüchtet und das waren natürlich schwierige Zeiten, ja, da wieder von vorne anzufangen, die Familie noch in der DDR, die Wohnung noch in der DDR und dann eigentlich mehr oder weniger mit nichts den Weg zu gehen. Und das ist ja nichts, was man sich so unbedingt so ganz freiwillig sucht, ja. Manche Situationen des Lebens wird man hineingeschmissen. Und da den Weg zu finden, was man ja auch ein bisschen mit diesem Bild der Heldenreise sehen kann, ja, also nicht zu verzagen oder jedenfalls nicht beim Verzagen zu bleiben und beim Verzweifeln, sondern zu sagen, so wo ist jetzt hier der Weg? Wo ist die Chance, hast du gesagt, ne? Und mein Spruch ist an der Stelle dann auch für mich selber, nur wer sich wagt, zur Höhle des Drachen zu gehen, hat die Chance, den Schatz hinter dem Drachen zu erobern. Also das braucht es schon, ja, diese Bereitschaft, sich auch auf etwas einzulassen, diese berühmte Komfortzone zu verlassen. Und was ich eben immer wieder merke, ist, wenn jemand bereit ist, da zu gucken und neue Dinge zu entdecken, dann kommt so viel Energie, ja, dann kommt so viel, ja, so viel positive Startenergie, dass es dann gar nicht mehr so schwer ist, den Weg zu gehen. So, und dann fällt man wieder hin oder dann sind Steine im Weg oder dann kommen Hürden und dann geht das wieder von vorn los. Ja. Und wenn man trainiert ist, ne, geht es leichter, geht Genau. schneller. Das Spannende ist ja, dass sich in unserem Leben auf eine gewisse Art und Weise ja wirklich viele Überschneidungen ergeben. Bei dir war es die DDR, bei mir waren es die Zeugen Jehovas.
Und Ja. wir haben ja beide eine bewusste Entscheidung getroffen und wir haben beide ein System hinter uns gelassen, um uns in einem anderen System neu zu behaupten. Und ich glaube, wir sind beide oft genug auch gegen die Wand gelaufen, weil wir uns selber ein Bein gestellt haben und trotzdem das Aufstehen und wieder weitermachen und nach vorne kämpfen. Das hat dich ja sehr, sehr weit gebracht. Ich habe einen ganz lieben Freund auch aus der DDR, der lebt immer noch dort in Freiberg in Sachsen. Du weißt, wen ich meine. Der hat ja genau das Gleiche miterlebt. Der ist ja auch quasi gestolpert, aufgestanden und wieder nach vorne gegangen. Und das ist das, was erfolgreiche Menschen ausmacht. Und das Genau. und ein ganz wesentlicher Faktor, das habe ich mittlerweile auch festgestellt, ist, und das hast du in deinem Berufsleben sehr, sehr erfolgreich gemacht. Du hast ja den Bundespräsidenten interviewt oder vor der Kamera gehabt. Du hast mit Bundeskanzler gesprochen, mit wichtigen Wirtschaftslenkern, mit Politikern etc. Und man hat immer bei dir gemerkt, dass du dich wirklich für den Menschen dahinter interessierst. Und das mache ich von Berufswegen ja auch. Ich habe letzte Woche mit Herrn Weil, das ist der noch niedersächsische Ministerpräsident, eine Videokonferenz gehabt, wo man sich dann ja nicht nur über die Sache unterhält, da ging es um bezahlbares Wohnen, sondern auch darum, wie denkst du denn darüber? Was bewegt dich denn? Was treibt dich denn an? Und ich finde es immer wieder sehr, sehr faszinierend, dann herauszufinden, was diese Menschen wirklich antreibt und was sie nach vorne treibt. Finde ich eine ganz, ganz wichtige Frage. Und wenn ich jetzt noch mal zum Buch Ja, zurückkommen darf, gerne. da habe ich mich ja auch gefragt, wie kann ich das eigentlich strukturieren, was ich meine und wo ich Menschen gerne hinbringen möchte, wenn sie denn wollen und wenn sie bereit dazu sind. Und daraus ist ja für mich die sogenannte IPR-Erfolgsformel als Trainingsmethode entstanden. Und was bedeutet das? Das bedeutet natürlich bei den drei wesentlichen Bausteinen für gelingende Kommunikation, nämlich I wie Inhalt, P wie Persönlichkeit und R wie Resonanz, immer wieder zu gucken, was ist es eigentlich wirklich, was mich antreibt, ja? Gucken wir mal auf I wie Inhalt. Da ist es ja meistens so, dass der von den Leuten völlig überschätzt wird. Die hauen mit Zahlen, Daten, Fakten um sich oder haben irgendwelche Berge an Wissen, die sie da irgendwie vor sich hertragen. Aber sie können kaum formulieren, was sind denn eigentlich meine drei wesentlichen Aussagen? Insbesondere eben auch bei Politikern und Politikerinnen, dass sie einfach kaum noch sich selber fragen, was habe ich als Mensch denn damit zu tun? Was spricht mich als Mensch an, ja? Und das ist das, was sozusagen mein Appell beim Inhalt ist. Nicht die Leute zulabern und zutexten, sondern was sind wirklich meine wichtigen Kernbotschaften, die ich auch aus dem Herzen sprechen kann, die nicht nur aus dem Kopf kommen, ja? Dann kommen wir zu P, zu wie Persönlichkeit und Resonanzaufbau. Drittens wird meistens unterschätzt. Ja, wir fragen uns viel zu wenig, was macht eigentlich meine Persönlichkeit aus? Was bin ich eigentlich für ein Typ? Welche Rolle habe ich eingenommen und warum? Will ich das eigentlich noch oder will ich mich woanders hin verändern? Und auch da ist es wieder die Frage, ne, die du gestellt hast. Was macht mich eigentlich aus? Was treibt mich eigentlich an? Und dann gehören alle diese Stimmen, die mir oft auf der Schulter sitzen oder im Nacken hocken oder sonst was einreden, wer ich sein müsste, was ich machen müsste, die gehören alle beiseite geschoben. Vielen Dank. Schöne Anregungen, aber brauche ich jetzt nicht mehr. Und dann eben der dritte Schritt, ja. Wie baue ich eine Beziehung zu meinem Gegenüber auf? Wie kann das gelingen? Und das größte Erfolgsrezept, was ich an der Stelle verraten kann, ist wirklich, die Situation so nehmen, wie sie ist und gucken, was ist. Was ist mit diesem Menschen, der vor mir steht? Wir Menschen leben davon, dass wir gesehen werden wollen. Und dann wollen wir gerne zugehörig sein. Und wenn man das leben kann, auch auf der Bühne und auch vor der Kamera, dann ist das total stark, ja? Und da entsteht eine solche Lebendigkeit und eine solche Energie, da kommt man gar nicht drum rum, sich anregen zu lassen oder inspirieren zu lassen. Über das mit sich mit Menschen zu verbinden, da habe ich ja auch meine ganz persönliche Ansicht. Da sprechen wir gleich noch mal ganz kurz drüber. Aber Angela, wir haben jetzt drei oder viermal über dein Buch gesprochen und wir haben noch nicht ein einziges Mal den Titel des Buches Oh ja. erwähnt. Das ist ganz, ganz wichtig. Also für die Zuhörenden Genau. draußen sage ich, das Buch heißt On Air. Und ist erschienen im Burdon Verlag, ist auf allen gängigen Portalen zu bekommen, aber auch auf onair-angelaelis.de, ne? Ist das richtig?
Jetzt fragst du mich was. Ich glaube ja. Ja. Also es gibt eine Landingpage zu dem Buch. Vielleicht kannst du die Ja. ja unten in den Informationen zum Audio oder Video mit verklickern. Also es das heißt natürlich nicht nur on air, wenn ich das noch ergänzen darf, Ja. sondern für mehr Präsenz, Wirkung und Charisma. Und was mir selber ehrlich gesagt erst nach dem Schreiben aufgefallen ist, und das finde ich aber auch so faszinierend, ist, dass das Buch auf vier verschiedene Arten und Weisen gelesen werden kann. Ja, du kannst es irgendwie ganz, 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 ganz ratzefatz schnell lesen. Und da gibt es ja auf jeder Seite diese blauen Einschübe, wo du, wenn du die Ja. nur liest, das fettgedruckte blaue, dann kriegst du eigentlich schon sehr, sehr viele Informationen, Anregungen und kannst davon profitieren. Du kannst es aber natürlich auch wie ein ganz normales Sachbuch lesen, klar. Und du kannst es aber auch nutzen als intensives Arbeitsbuch. Da gibt es ja diesen Handwerkskoffer mit 45 Tools, Tipps und Tricks. Und den Handwerkskoffer kannst du eigentlich immer wieder auspacken. Also in jeder Situation, wo du herausgefordert bist, kannst du gucken, okay, welcher Tipp würde mir denn heute nützen? Und du hast es ja schon gesagt, es ist andererseits meine persönliche Lebensgeschichte. Wie konnte das passieren vom schüchternen Mädchen aus Sachsen zu einer bundesweiten Moderatorin zu werden? Und ich sage es nochmal, das passiert nicht mit einem Fingerschnipp, sondern das ist ein Prozess, das ist ein Weg, von dem ich aber sagen kann, super, Ja, gut gegangen. den hast du ja auch super gemeistert und Und es gab auch Tiefen, ne? Also jetzt keinen falschen ja. Eindruck, das war kein steiler Weg nach oben, sondern es gab auch in meinem Leben Höhen und Tiefen. Davon erzähle ich auch im Buch. Das gehört, glaube ich, fast immer dazu. Nur aus Fehlern und aus Tiefen kann man lernen. Und ich glaube, dass man wirklich, also dass Menschen, die immer auf höchster Ebene performen und immer fehlerlos sind, die sind nicht ehrlich und die sind nicht authentisch. Das ist für mich manchmal so, dass was rüberkommt. Also von daher finde ich das ganz großartig, dass du in deinem Buch ja wirklich auch sehr emotional beschreibst. Und ich darf gestehen, ich hatte auch das ein oder andere Tränen in den Augen, weil sich eben, ja, weil einfach Parallelitäten sich ergeben haben. Das Einzige, was ich vermisse an dem Buch, sind Notizblätter. Ah, ja, das gibt natürlich jetzt. Es gibt natürlich das On-Air-Notizbuch. Ich weiß gar nicht, ob ich dir das schon erzählt habe. Ich habe jetzt keins hier links und rechts liegen. Ich müsste jetzt hochlaufen, um es dir zu zeigen. Aber es gibt das. Also, wir haben es noch nicht als Paket geschnürt, weil ja letzte Woche erst das E-Book erschienen ist, dann am Ende der Woche das Hardcover. Aber es gibt schon dieses Notizbuch und wir überlegen gerade, also, das werden wir heute Nachmittag machen, überlegen, wie wir dieses Paket packen, wo es dann eben nicht nur das Hardcover gibt, sondern das Notizbuch. Wir sind auch dabei, noch eine Tasse zu kreieren und mal gucken, was uns noch so einfällt. Und was wir ja auch möchten, also wir bieten ja dann nicht nur zum Buch auch Online-Kurse an zu bestimmten Themen, wie zum Beispiel Lampenfieber in Antriebsenergie verwandeln oder wie kann ich mit meiner Stimme modulieren oder überhaupt lernen, die Resonanz meiner Stimme zu nutzen, damit sie schön vollmundig klingt und nicht hoch und piepsig oder so. Also es gibt einzelne Online-Kurse, aber ich träume natürlich auch davon, so eine Art Mastermind aufzubauen, wo man sich dann vielleicht auch mal persönlich trifft. Weißt du, dass wir irgendwie vielleicht einmal oder zweimal im Jahr so ein Event machen. Und da sind natürlich dann die ganzen Sachen wie Notizbuch und Tasse und frag mich nicht, was noch dazu kommt, auch schöne Präsente für die Teilnehmenden, damit sie nicht mit leeren Händen nach Hause gehen. Das Notizbuch ist übrigens schon bekannt bei mir. Das steht auch auf meinem LinkedIn-Profil. Okay, sorry. Weil da hast du mir das Bild ja schon geschickt davon. Also von daher, Ja, stimmt. ja, genau. Ja, klar. Alles, alles, alles gut. Jetzt habe ich aber noch eine Frage, wenn du das Buch noch einmal ganz kurz hochhältst. Ja. Das könnte ja unter Umständen verwirren, weil da steht On Air drauf und das ist auch sehr rot dominant. Das hat auch so ein bisschen die Emotion, oh, das geht jetzt um Leute, die im Radio und im Fernsehen und so weiter sind. Dem ist aber definitiv nicht so, sondern das geht wirklich an alle Menschen, die vor anderen Menschen reden müssen, egal in welcher Situation das sein sollte. Vielleicht magst du dazu auch noch mal ganz kurz was sagen. Wer soll denn alles dieses Buch lesen?
Naja, im Prinzip könnte ich jetzt sagen, jeder, weil Kommunikation ist alles und ohne Kommunikation ist alles nichts. Das fängt beim Einkaufen an, geht beim Arztbesuch weiter, bis hin, wenn ich meine Finanzen regle und natürlich erst recht auch im privaten Leben. Kommunikation kann zu Beziehungsabbrüchen führen oder aber auch zu beruflichen Katastrophen, schlechte Kommunikation, bis hin ja sogar zu Flugzeugabstürzen. Also im Prinzip kann jeder tatsächlich von diesem Buch profitieren. Wenn man so einen Titel auswählt, beziehungsweise die Frage ansteht, wie wird das Cover gestaltet, das ist echt ein Hoch- und Runterprozess auch. Es stand auch mal zur Debatte, der Titel Ausdruck macht Eindruck, die Frage ist nur welchen. Aber jeder Titel hat Vor- und Nachteile und die Frage ist immer, ja, wann fühlt sich jemand angesprochen, wann nicht? Irgendwann sind wir bei diesem On-Air gelandet. Möglicherweise ist das so eine Engführung, dass Leute denken, das Buch ist nur was für Leute, die auf Sendung gehen. So ist es nicht gemeint, sondern wir sind ja immer auf Sendung. Also wann immer wir nicht gerade Genau. schlafen oder tot sind, sind wir irgendwie zumindest nonverbal auch auf Sendung. Und wenn ich das Anliegen habe, in meinem Leben etwas zu erreichen, sei das jetzt am Anfang meines beruflichen Lebens oder in der Mitte oder vielleicht noch mal am Ende so als Schlusspunkt, wird es immer darum gehen, wie kann ich mich präsentieren, wie kann ich meine eigentlichen Inhalte und Anliegen finden, wie kann ich die dann am besten rüberbringen? Also im Prinzip egal, ob du es mit Kundinnen oder Kunden zu tun hast oder mit Mitarbeitenden oder was weiß ich, deiner Wählerschaft. Es kann wirklich jeder davon profitieren. Und ich hoffe, dass zumindest das Rot dazu führt, dass es Aufmerksamkeit erzeugt. Aber man kommt nicht drum rum, dann vielleicht doch mal einen Blick ins Buch zu werfen, um zu entscheiden, ist es was für mich oder nicht. Also wenn ich jetzt zu Hugendubel gehen würde und ich würde das Buch dort sehen, würde es mir sofort auffallen, weil ich genau diese Botschaft auch, ich habe etwas zu senden und da möchte ich besser werden. Das ist mein Mindset so quasi und mir würde das Buch sofort auffallen. Und das war auch der Grund, warum du mir auch bei LinkedIn aufgefallen bist. Und Okay. jetzt kommen wir so in eine Gesprächsphase rein, wo es darum geht, wie kann man denn eigentlich mit dir in Kontakt treten und was kannst du eigentlich für die Menschen machen? Also du möchtest ja nicht nur das Buch verschicken, das haben wir jetzt schon festgestellt, du möchtest das natürlich in möglichst viele Hände legen, sondern du möchtest den Menschen ja echte Mehrwerte bieten. Und da kann man dich auf YouTube finden. Und du hast dort einen eigenen Kanal. Was machst du Genau. dort eigentlich? Also auf YouTube habe ich den Kanal, der nennt sich Wertvoll Angela Ehlis, weil ich irgendwann gesagt habe, was möchte ich dort eigentlich verbreiten? Ja, möglichst wertvolle Inhalte, weil wir leben ja in einer Zeit der kommunikativen völligen Reizüberflutung, ja, wo wir kaum noch in der Lage sind, das, was täglich auf uns einstürmt, überhaupt zu verarbeiten. Und was ich inzwischen da mache, also dieser Kanal hat auch eine Entwicklung genommen. Am Anfang habe ich eigentlich Gespräche geführt, so wie wir jetzt, und habe gesagt, das sind einfach die Gespräche, die ich gern schon immer mal führen wollte, jenseits meiner beruflichen Aufträge. Und jetzt habe ich aber entschieden, Anfang des Jahres, dass ich ihn ein bisschen transformiere in Richtung dieser ganzen Ratgeber-Tipps, die eben auch in diesem Buch drinstecken. Das heißt, ich habe ihn jetzt etwas transformiert in die Richtung erfolgreich kommunizieren, Präsenz, Wirkung, Charisma und biete im Moment jede Woche ein kurzes Video dazu an, was man sich eben angucken kann. Und ich denke aber, dass es auch wieder in der Zukunft dahin kommt, dass ich Gespräche führe, wie mit dir zum Beispiel. Es geht halt nur nicht alles auf einmal. Und erreichbar bin ich auf jeden Fall. Also du hast es schon angesprochen, ich habe ein LinkedIn-Profil, da kann man ja heutzutage ganz leicht Kontakt aufnehmen. Ich bin auch auf Facebook, Xing und Instagram, aber da bin ich nicht so aktiv. Und natürlich habe ich eine eigene Webseite, also man muss nur meinen Namen ins Internet eingeben, dann kommt schon die Webseite hoch und es gibt auch die Landingpage zum Buch, die ich dir leider jetzt nicht auswendig sagen kann, aber du musst sie unten in deinen Genau, wir machen den nachher Informationen unten rein. nennen. Und Genau. das Wichtigste daran ist natürlich, dass man dich ja nicht nur vor der Kamera buchen kann oder kennenlernen kann, sondern wenn man heute Unternehmer oder Unternehmerin ist und Veranstaltungen hat, dann kann man die Angela ja auch auf seine Bühne einladen, in welcher Form auch immer. Und vielleicht magst du dazu auch noch was sagen, was du den Leuten da draußen auch noch an echten Mehrwerten anbietest. Naja, das sind halt neben der Moderation einerseits das Coaching.
Das mache ich ja auch seit vielen Jahren. Das mache ich allerdings im Moment eher mit so, ich sage mal, ausgewählten Persönlichkeiten. Ich habe jetzt also keine Coaching-Praxis, wo jede Woche irgendwie so und so viele Leute kommen wie bei einer Therapeutin, sondern ich arbeite sehr gerne mit Menschen zusammen, die wirklich ein Anliegen haben, die vielleicht auch in einer besonderen Herausforderung stehen. Ja, Krisenkommunikation, Wahlkampf, Umstrukturierung, Menschen leider entlassen müssen, wo es dann eben darum geht, einerseits denen, die gehen müssen, noch so viel Wertschätzung zukommen zu lassen, dass sie nicht verärgert und frustriert sind für den Rest ihres Lebens und die, die bleiben, eben zu motivieren, trotz dieser schwierigen Situation. Manchmal kommen wir ja nicht drum rum, umzustrukturieren, den Weg mit dieser Firma eben weiterzugehen oder eben Tarifverhandlung oder Hauptversammlung, ne? Also gibt es ja so Anlässe, wo man wirklich gefordert ist oder vielleicht geht es auch mal darum zu pitchen oder einen Börsengang oder frag mich nicht. Das sind so im Moment diese konkreten Situationen, in denen ich dann gerufen werde. Aber was ich gerne möchte zukünftig, und deshalb habe ich ja jetzt angefangen, einmal im Monat am ersten Sonntag ein Newsletter herauszugeben und einmal im Monat am ersten Mittwoch im Monat, der ist dann im Oktober wieder sozusagen aktuell, ein Live anzubieten, wo man mich auch direkt ansprechen kann. Also ich möchte gerne mein Wissen auch einer breiteren Masse zur Verfügung stellen und vielleicht noch mal abschließend, das eine sind Gruppen, mit denen man arbeiten kann. Da kommst du natürlich in der Regel nicht so sehr in die Tiefe. Da kannst du so auf dieser Trainingsebene was machen oder Fragen beantworten. Das andere ist das Einzelcoaching. Und was da wirklich das A und O ist, ist, dass jemand ein Anliegen hat. Also ich arbeite mit niemandem zusammen, der mir nicht sagen kann, was er will. Und wenn es das Anliegen ist, ich will herausfinden, was ich will. Aber es braucht ein Anliegen. Also ich stülpe nicht jemandem irgendetwas über, von dem ich der Meinung bin, dass diese Person das und das machen müsste oder erreichen müsste, sondern das ist wirklich der Startpunkt. Was willst du? Bitte Ja, schön, erreichen. da gibt's genug andere Coaches, die einfach sagen, ich bin so genial in dem, was ich tue. Und jeder, der da draußen rumfleucht, der muss genau das so machen, wie ich das mache. Und Schrecklich. schrecklich. Also, und das ist wirklich schlimm. Und deshalb, Angela, freue ich mich so sehr, dass wir heute hier in diesem Podcast zusammen waren, dass du da auch so ein bisschen erzählt hast, was du bringst. Und ich kann allen Zuhörenden und Zuschauenden da draußen einfach nur noch mal sagen, das Buch ist ein echter Mehrwert. Es ist auch mit Emotionen zu lesen. Wie gesagt, ich hatte das ein oder andere Tränen in den Augen und es bietet so viel Tipps und Tricks. Und ja, ich freue mich, wenn ich jetzt dann demnächst hoffentlich ein handsigniertes Exemplar von dir habe. Und Das ist versprochen und auf dem das Weg. wird dann auch ein Arbeitsbuch. Und in diesem Sinne, die Webseiten werden wir gleich noch verlinken. In diesem Sinne wünsche ich dir mit deinem Buch, mit all dem, was du tust, wirklich viel, viel Erfolg. Ich freue mich persönlich auf eine weitere gute Zusammenarbeit. Das wird uns noch viele Stunden miteinander beschäftigen. Und ja, in diesem Sinne, toi, toi, toi und schön, dass du heute dabei warst. Ganz herzlichen Dank, David. Vielen, vielen Dank und auch an alle Zuhörenden oder Zuschauenden herzliche Grüße. Aus Leipzig, nee, aus Heute aus Markkleeberg, Leipzig. ja? Ja, Aus Leipzig. Markkleeberg im Süden von Leipzig. Das ist schon so detailliert, dass ich nicht weiß, ob die Zuhörenden und Zuschauenden wissen, wo Markkleeberg ist. Aber ein sehr schöner Ort. Sehr schön, vielen Dank.